Boah, Leute, willkommen zurück in Silent Hill 4 The Room. Was ist, ey? Ich spiele ja hier auch mit Gamepad wieder und das Spiel ist ja eigentlich hier zumindest im Moment gerade hier für den PC ausgelegt. Normalerweise ja eigentlich für die PlayStation 2. Und ich denke hier, ja, wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, dann kann ich halt mit meinen R1, R2-Tasten runter und hoch machen, mehr aber auch nicht. Was ist, wenn ich die Maus benutze? Ah, dann kann ich jetzt hier an die Seite gucken und denk die ganze Zeit Hotels, House Ashfield, okay. Das ist ja dann da, wo wir jetzt in der Parallelwelt zuletzt oben drauf waren auf dem Dach, ne? Also könnte ich jetzt weiter rumlaufen und pipapo, alles klar. Aber wenn ich jetzt hier weiter nach links gehe, tada, Bars, Southfield 555-3750. Das ist der Code, den schreibe ich mir jetzt auf. Also zumindest sollte er das sein, laut unserer Angabe. Wir müssen dann nur leider nochmal dahin rennen. Ich mache hier extra nochmal Code. Das ist schon der zweite Code, den wir uns jetzt erarbeitet haben. Und weil das so lustig ist, werden wir natürlich auch direkt, wenn wir schon mal hier sind, die Nummer benutzen am Telefon. Obwohl das wahrscheinlich nicht viel bringt, weil wir hier, was war das, eine fünfstellige Zahl, die wir hier zuletzt brauchten? Ich weiß es nicht. 555-3750. Das hätten wir natürlich schon längst mal machen können. Ach, das geht sogar. Das geht sogar. Scheiße. Dieses Geräusch gerade eben. Was war das? Okay. Tja. Aber natürlich hätten wir das schon längst mal tun können. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sehen wir, wenn wir aus einem anderen Fenster rausgucken? Ja, nochmal hier vorsichtshalber nach links gucken. Da habe ich immer ein bisschen Schiss vor, aber auch rechts genauso. Dann gucken wir hier auch nochmal rechts und dann werde ich die Maus hier mal betätigen. Ah, dann können wir jetzt hier auch zur Straße, nämlich zur U-Bahn gucken. Das ist nämlich immer das, was ich mich ja gefragt habe. Warum kann ich da nicht hingucken? Klar können wir da hingucken. Ich muss nur die Maus mal betätigen. Aber irgendwie haben wir hier ja direkt denselben Ausblick wie hinten auch, ne? Das ist ja ulkig. Aber immerhin können wir mal ein bisschen mehr gucken. Ah, hier ist so ein Terrassending nach unten. Er hat da hinten auch irgendwas. Da ist der Code 3750. Sehr cool. Da freue ich mich total drüber, weil ich jetzt echt dachte, dass ich mich verlaufe. Und dass ich jetzt noch lange den Weg suchen muss, aber stattdessen. Ach, ich bin so dusselig. Tut mir echt leid, nach so vielen Parts checke ich erst jetzt, aber immerhin habe ich es gecheckt. Allein, dass ich hier noch weiter aus dem Fenster gucken kann. And next we'll be taking a look at the weather. Tonight we can expect scattered clouds clearing by morning. Tomorrow looks to be quite a nice day with a warm and sunny weather. Ja, komm. Die Runde müssen wir tatsächlich jetzt nicht nochmal wieder abwarten. Wir gehen jetzt wieder direkt runter. Es ärgert mich, dass ich jetzt das Loch. Das war falsch. Dass ich jetzt echt nochmal darüber laufen muss. Aber ich hätte jetzt natürlich auch vorlaufen können in ein anderes Loch und es dann. Aber ich war, wie gesagt, gerade zufällig dabei. Ich spiele gerade ein bisschen am Stück wieder. Und dann habe ich das halt einfach bemerkt und wollte das euch sofort mitteilen hier am Anfang des nächsten Parts. So. Jetzt ist die Frage, laufe ich jetzt falsch? Bin ich hier falsch? Oder bin ich richtig? Ich glaube, ich bin falsch. Oder? Nee. Ich bin verwirrt. Wo soll ich denn jetzt hin? Da blickt ja auch kein Mensch durch hier. Haha. Wenn das die Tür ist, was ist dann die Tür? Oh Mann, oh, es muss doch mal eine andere Tür sein. Warum nehme ich denn immer die hier? Ja. Und welche soll ich jetzt nehmen? Die Nasen? Ist doch alles hier total verwirrend. Ich laufe jetzt hier einfach durch. Mann, oh, blick hier überhaupt nicht mehr durch. Hier haben wir angefangen. Hier. Hört auf, mich zu erschrecken. Und hier laufen wir jetzt weiter. Ja, ist okay. Ich habe schon Angst. Reicht schon. Klar, der Pegel kann sich immer noch steigern, ne? Wissen wir alle, aber.
Ihr wollt mir jetzt hier nicht noch mehr Hunde schicken, oder? Ich habe die alle brav getötet gehabt. Warum bin ich jetzt wieder hier? Weil das schon wieder ein anderer Flur ist. Weil das alles gleich aussieht. Nein! Ja. Lass mich vorbei. Du Klopsi, nun lass mich vorbei, du Scheißgeist. Mann, das nervt mich echt mit den... Also die Geister sind echt das Ätzendste in diesem ganzen Spiel. Geister. So, jetzt bin ich hier wieder in diesem... Bin ich hier wieder? Hier wollte ich ja auch eigentlich gar nicht hin, ne? Und die Frage ist auch immer noch, was soll ich hier? Kannst du die einschlagen? Das habe ich das letzte Mal schon versucht. Verkehrt herum, bla bla, Türgriff ist eingerostet. Was macht man denn da? Muss ich da irgendwas verfinden? Noch? Oder nicht? Das ist doch doof. Jetzt kommt der Geist da oben wieder runter, gerade geflogen. Das sehe ich doch schon. La la la. Das ist total idiotisch, was ich hier mache. Wo will ich eigentlich hin? Ich habe die Orientierung verloren. Es tut mir leid. Hallo? Leute? Wohin? Muss jetzt nach rechts? Aber da will ich doch rein. Ich will da lang, ne? Oder? Oder? Hier irgendwo komme ich hier, ne? Muss ich hier nochmal zurück? Ich bin ja falsch hier anscheinend. Oder? La 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 la. Und vor allem weiß ich ja immer noch nicht. Doch, ich will in die Bar. Ich will in die Bar. Das ist mein Ziel. Okay. Aha. Schön. Ja. Ja. Nochmal hier rein. Bin ich jetzt in dem anderen? Oder in dem richtigen? Bin ich in dem richtigen, glaube ich. Oder? Bin ich jetzt wieder... Ich laufe bestimmt wieder falsch. Von meinem Glück. Aber hier ist gerade kein Geist. Und es ist der richtige. Warum sieht das doch alles gleich aus? Och, Manno. Oh, nö. Bin wieder im Pet Shop gelandet. Oh, Mann. Oh, lecko mio. Ich mache jetzt einen Cut. Bis gleich. Mein Gott, ich hab's geschafft. Endlich bin ich wieder in der doofen Bar zurück. An den fiesen Affen wieder vorbei. Es sind ja immer noch 4 oder 5 Stück da draußen. Und dann können wir jetzt hoffentlich den Code angeben, wenn ich das Matschvieh hier mal runterhole, den Ichenwurm. Und dich auch gleich. Und dich auch, weil du kommst ja schon da hinten vorbei zu mir. Alle um mich letztendlich zu töten. Die letzten Ziffern lauteten auf dem Ding 3 7 5 0. Bist du offen? Du bist offen! Wuhu! Wir haben es geschafft. Da kann ich... Nein! Lass mich. Kommt da der Geist einfach auf mich zugerannt? Flogen? Ja, ist okay. Lass mich. Bitte. Bitte, 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 bitte. Nein, 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 nein. Und mein Amulett ist kaputt gegangen und deswegen schützt es mich nicht mehr. Scheiße. Oh, er kommt aber auch echt gut mit, ne? Mann, lass mich. Boah, wie weit hoch geht denn das? Ja, komm. Na, ist okay. 3 Stunden später. Ja, ist okay. Ich möchte keine Energie verlieren. Ja, jetzt sind es auch schon 2 Geister. Nein. Okay. Was ist das? Es ist die Tür Nummer 207 aus meinem Wohnblock.
Nimm die Tafel. Ja, nimm sie. Ich habe die Tafel Chaos. Tafel aus der Gebäudewelt. Sie zeigt ein abstraktes Bild und das Wort Chaos. Durch mit dir. Okay, das war sehr, sehr krass, was wir eben gerade gesehen haben. Echt nichts für jüngere Leute. Bin ein bisschen schockiert noch immer. Da ist ein Mann in 207, der mit dem Finger deutet. Er deutet auf Apartment 303. Eileens Apartment? Oh nein. Das war. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen erzählen und auf einmal. Okay. Der zeigt auf irgendwas. Ist das der Mann, den wir in der Parallelwelt gesehen haben? Das ist natürlich jetzt auch gruselig. Ich schwenk mal wieder mit der Maus ein bisschen rüber. Aber wir werden wahrscheinlich hier nicht viel anderes zu sehen haben. Ist hier noch irgendwas zu sehen? Nee. Das ist... Gut, okay, dann... Ihr habt es ja gerade selbst gesehen und die Erklärung... Kann ich euch ja eh jetzt nicht... Looks was? Like another one, Captain. Got 1-1-2-1 on his head. It's just like that case from 10 years ago. Yeah, that Walter Sullivan case. But Sullivan's dead. They even got the body. Must be some crazy copycat. Yeah, but even so... Okay, wir haben es hier mit den Walter Sullivan-Morden zu tun. Damit sind wir eh verknüpft mit dem Journalist, der hier vorher gewohnt hat und dem dasselbe widerfahren ist. Der Walter Sullivan hat damals auch die Leute umgebracht, denen die Nummern eingeritzt. Und wir haben hier den Nachahmer, von dem gesprochen wird, der jetzt wieder einritzt. Und in unserer gerade eben gesehenen Videosequenz haben wir gesehen, dass das nächste Opfer umgebracht wurde. Ach so, natürlich, was frage ich überhaupt, ob das der Mann von der Parallelwelt ist? Den haben wir ja gerade sterben sehen, ganz schlimm, auf dem elektrischen Stuhl mit Stromschlägen. Und daneben war das Kind. Aber wer ist das Kind? Und er meinte ja noch im Sterben, das ist nicht ein Kind. Das ist der Mann von 11121. Das ist die Zahl, die ich mir aufgeschrieben hatte für den zweiten Mord. Das war nach Cynthia der Typ, wo ich immer nicht weiß, wie er gerade heißt, müsste das sein. Was ist aber jetzt mit Eileen? Okay, Eileen macht sich schick. Was ist mit dir, Eileen? Eileen hat sich irgendwas Schönes, Abendliches angezogen, aber der Nachbartyp aus dem anderen Haus zeigt bedrohlich auf sie. Und in der vorigen Nachricht, ach, da ist sie, schminkt sich wahrscheinlich gerade oder so, hieß es ja auch, wir sollen auf Nachbarn aufpassen oder was? War die bedrohliche Nachricht vom Geist Walter, sag ich mal.
was ja an der Wand stand. Bewegt sich Robbie ein bisschen? Oder bilde ich mir das ein? Das war so leicht, ganz, ganz, ganz leicht mit dem Kopf. Habe ich mir wahrscheinlich nur eingebildet, ne? Ja, ja. Du bewegst dich nicht, ne, Robbie? Oder? Oder? Boah, das Schlimmste wäre, wenn der irgendwann eines Tages so mit blutigem Maul direkt vorm Loch wäre, so dass man durchguckt und bam! Würde mich echt zu Tode erschrecken, glaube ich. Aber mit wem streitet er, wenn sie sich fertig macht? Und wir haben schon wieder eine blutige Hand mehr an der Wand, natürlich. Denn wir haben ja auch schon wieder das nächste Opfer. Furchtbarerweise. Das soll uns die Wand sagen. Ja. Was nun? Frage ich mich. Der Fernseher, das Radio, das Telefon, das Fenster, die Tür. Was zum Teufel ist hier los? And on a lighter note, we have a new addition to the zoo. Last night at 3 a.m., a female baby tiger was born, and both... Oh, der zeigt da immer noch hin. Warum zeigt der Nachbar da so gruselig hin? Was möchte er uns sagen? Sie macht sich ja fertig oder ist zumindest ja gerade eh nicht da. Ich schätze, wir müssen sie jetzt leider hier kurz wieder verlassen, um dann wieder rüber zu gehen. Oder? Was soll ich sonst machen? Würde sagen, schon. Wo ich keine Ahnung habe, was mich erwarten wird hier. Es wird ja auch immer unheimlicher. Wahrscheinlich habe ich auch bald kein Wasser mehr. Ach, der Arme. Muss ja auch Angst haben. Hier ist soweit aber auch nichts irgendwie. Da finden wir auch nichts. Dann gehe ich jetzt wieder rüber. Es sei denn, das Telefon klingelt. Würde mich nicht überraschen. Was sollen wir tun? Es müsste jetzt wieder noch größer geworden sein, ne? Boah. Multiloch. Warum hören wir keine Stimmen mehr? Warum ist es so still? Dieses Loch, es sieht nicht so aus, als ob ein Mensch es gemacht hätte. Es wird größer und runder. Sowas habe ich doch schon mal gesehen. Möchten Sie hineingehen? Ja. Wie, was hat er schon mal gesehen? Klar, du bist ja auch schon 10 Mal jetzt durch das Loch rein und rausgelatscht. Looks like my apartment. What the hell is this? So eine Art Parallelwelt wieder. Und da hat ein Typ jetzt gerade bei Aline geklopft. Ich kann in 301 reingehen. Okay. Was siehst du denn da? Er sieht da irgendwas. Was sehen wir hier? Oh, oh. Es ist ein rotes Stück Papier, auf dem nichts steht. Nehmen Sie das rote... Ja, nehmen Sie das rote Papier. Nur ein Stück rotes Papier, auf dem nichts steht. Werde es unter die Tür von Apartment 302 stecken. Warum? Hier ist ein Tagebuch. In den letzten Monaten hat Joseph, der Typ nebenan, der mir das seltene Pornoheft gegeben hat, sehr hart gearbeitet. Er sagte, wenn er noch ein seltenes Heft fände, würde er es mir geben, aber er hat sich in letzter Zeit kaum blicken lassen. Er sagte, er sei Journalist und würde immer etwas untersuchen, aber ich glaube, etwas Seltsames geschieht mit ihm. Er hat sich in seinen Wohnblock eingeschlossen und ich höre all diese seltsamen Geräusche. 1. Juli, Mike. Oh, meine wunderschöne... Rachael, was soll diese Notiz auf rotem Papier? Ich dachte, du hättest mir eine Antwort geschrieben, aber du hast wohl auf etwas anderem geschrieben.
Er hat es zusammen mit meinen besten Kleidern mitgenommen. 2. Juli, Mike. Sie legen Mikes Tagebuch in ihr Notizheft. Okay, wow, sieh dir mal diese Porno-Heft an. Yeah, komm Henry, schnapp dir eins. Und, oh, hier ist ja auch noch ein Loch. Hä? Warum ist denn hier noch eins? Ich dachte, wir sind doch gar nicht hierher gekommen, oder? Aber hier können wir anscheinend immer wieder zurück, wenn was ist, oder was? Gut, dann müssen wir uns das ja merken. 301 oder was? 301. Und 302 wohnen wir ja. Da, der Junge. Hey. Wo ist er denn jetzt hin? Hä? 302. Das ist unser Apartment. Verschlossen. Da steckt ein Fetzen rotes Papier unter der Tür. Genauso tauchen sie unter meiner Tür auf. Ja, weil sie von hier anscheinend reingesteckt werden. Ja, dann nimm das rote Papier doch mal. Aber wir können das wahrscheinlich nur wieder von der anderen Seite nehmen, ne? Hahaha. Okay. Und hier wohnt Eileen. Verschlossen. Was hat der Kerl hier gemacht? Könnte er das nächste Opfer sein? Oder könnte es sein, dass... Ja? Dass der Typ der Mörder ist? 304. Verschlossen. Und hier sind die Hunde schon tot. Warum? Warum sind die Hunde hier schon tot? Habe ich die hier irgendwann schon mal getötet? Oh, habe ich mich erschrocken. Warum sitzt der denn jetzt hier? I got this from Miss Galvin. A long, long time ago. She was younger than me back then. She looked so happy, holding her mother's hand. Here. I'll give it to you. Was ist das für ein Typ? Nehmen Sie die schäbige Puppe. Ja. Vom alten Mann, der auf der Treppe im Wohnblock sitzt, bekommen. Ja. Ich meine, so... She was so young then. So happy with life. Just holding on to her mother's hand. Ja, Leute, ich werde dann mal hier einen Cut machen und wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 4 The Room. Das ist total abgedreht hier gerade und wird irgendwie immer abgedrehter. Wir sind, glaube ich, jetzt auf der anderen Seite unseres Apartments, aber in der Silent Hill Parallelweltseite, was ich sehr, sehr spannend, aber auch sehr unheimlich finde. Ja, ich freue mich immer über Kommentare und Rückmeldungen. Ist ja doch alles sehr strange und schön, wenn man weiß, dass man nicht alleine ist. Bis dann!